Er kann sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen, wenn gesichert ist, dass er danach in Deutschland oder in einem anderen vergleichbaren Land bleiben kann und dort sicher ist. Das heißt, juristisch gesprochen, freies Geleit, anschließend Asyl oder Aufenthaltsrecht. Ich habe ihn dann, mit dieser Absicht bin ich ja hingefahren, ich habe ihn dann gefragt, Herr Snowden, können Sie beitragen zur Aufklärung? Also muss er erst mal wissen, weiß der Zeuge was? Und der hat darauf hingewiesen, dass er in den Geheimdiensten der USA, CIA und NSA, nicht nur tätig war als Administrator oder Ähnliches, sondern der dann Zugang zu den Computern hatte, sondern auch als Handelnder, also auch an Operationen beteiligt gewesen ist. Eine Lösung, die auch eine humanitäre Lösung für ihn bringt, ist wahrscheinlich nur möglich mit viel Willen, politischen Willen des deutschen Parlaments, der deutschen Bundesregierung, aber auch der US-Regierung und des US-Kongresses.